So, was machen wir jetzt? Oh, jetzt haben wir tatsächlich nur noch Gartenflipper-Aufträge. Ich glaube, das war es auch mit Apokalypse-Flipper. Das war ja nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Aufträge davon nur. Ja, gut, dann anstelle eines Tickets möchte ich ein Gemüse. Ja, gut, komm, dann machen wir noch einen. Guten Morgen, ich habe ein Problem. Ich möchte auf Diät gehen und gesundes Essen essen. Nicht die Chemie, die man in Läden bekommt, anstatt echtes Obst und Gemüse. Ich habe einen Garten, aber nichts Essbares wächst da drin. Selber schuld, ne? Man kann auch sich von Löwenzahn ernähren. Jetzt will ich gut essen und statt Dschungel mit vielen Bäumen im Garten will ich Gemüse und Früchte haben. Ich bitte Sie, zumindest einige der Bäume und Sträucher zu fällen und an Ihrer Stelle einen funktionierenden Garten anzulegen. Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit. Barbara Kepper. Ja, wow, dann kriegen wir jetzt endlich mal die Axt. Im Nutzgarten wäre es besser, beiden Holz statt Beton und Metall zu haben. Ja, das, an Metall und Holz wächst normalerweise keine Frucht. Benutzen? Warum? Nee, will ich auch gar nicht. Nadelstrauch. Breite, verstreute. Woher soll ich denn wissen, welches ist? Och, Mann. Obwohl, wird ja auch angezeigt. Okay, gut. Pflanze 10 mal Erdbeeren und 10 Himbeerbüsche. 5. Also die Rasen, die sehen echt immer, also die sehen hier echt lieblos aus, ganz ehrlich. Aber das ist nicht unser Auftrag. 5-mal Himbeerbusch. Wir fangen erstmal mit Himbeer an. Himbeerbusch. Kaufe viele. 5 Stück. Auch noch so ungerade Zahlen. Warum? 1, 2, 3, 4. Sechster. So. Hier so hin. Hier so hin. Ach Mann, das Gruppenkuscheln hier. Mach nochmal. Jetzt muss man hier quasi auf den Himbeeren stehen. Aber dann kann man sie nicht mehr platzieren. Das ist ja wieder toll. Ja, ich glaube, so geht das, oder? So ist das. Ja, so geht das. Und Erdbeeren 10 Stück. Wer kauft sich denn 10 Erdbeeren? Lachende Erdbeeren. Wir nehmen normale. Kauf viele. 10 Stück. Alles klar. Dann machen wir mal. Und 1. 2. 3. 4. Schön, dass sie alle so gut hinpassen, ne? Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Der ist mir ein bisschen verrutscht. So. So ist das gut. So, dann, was haben wir als nächstes für eine Baustelle? Hier nichts. Was haben wir hier denn? Schneiden den Baum. Welchen von denen? Gegenstände entfernen, Nadelstrauch, Teppichform. Ach, ich gehe mir mal wieder mit dem Scanner durch, ne? Fäll den Baum. Der kann weg, der kann weg. Oh, sogar der kann weg. Wow. Cool. Na, das ist doch schön. Schneide den Baum. 0 von 4. 0 von 4? Ach, diese 4. Alle weg. Ja. Fehlt's. Alles klar. Dauert ein bisschen. Am besten war tatsächlich, das ist das Beste. Das ist das Beste, was wir machen können. Machen wir gleich. Einmal drumherum schlagen. Natürlich voll auf die Hütte drauf. Na sicher. Mir egal, ist wie meins. So. Interessant. Interessant sieht es ja aus. Das muss man wirklich den Entwickler lassen. Drücke E. So. Ich drücke E und auch hier drücke ich gerne E und auch hier drücke ich gerne ein bisschen E.
So, soll man den nicht auch noch entfernen hier? Den hier vielleicht so ein bisschen? Nein, dürfen wir nicht. Natürlich nicht, weil das Diebstahl wäre und das kein Diebstahlsimulator ist, was mich überhaupt nicht interessiert. So, Holzkompostierungsanlage. Wofür? Am besten hier so hin. Da haben sie auch was davon. Holzkompostierungsanlage. Na komm, dann wollen wir mal Holzkompostierungsanlage. Holzkompostierungsanlage. Das ist ein Kompost. Es ist einfach nur ein Kompostierer. Keine Kompostierungsanlage, es ist einfach nur ein Kompostierer. Da ist dann später ein Komposthaufen drin. Brasilianische, oh Gott, das kann ich gar nicht wiedergeben. Brasilinischer Walnuss. Okay, Golden Kiefer, Kastanie, Pterocarpus, was das auch immer sein mag, und Buche. Wir nehmen Kastanie. Kastanie ist ganz nett. So, dahin. Pflanze, Gurken. Die hat es echt mit ihrem. Naja, komm. Tomatenstrauch, tralala. Wir pflanzen erstmal viermal Gurken. Gurken. Kaufe. Also ich bin da ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so gut bedarft damit, irgendwie zu pflanzen und dann später erst hier. Zu entscheiden, wo die denn stehen sollen. Das ist ja ist ein bisschen ungünstig, aber na Gott, was soll's. Gurken. Das waren Gurken. Zucchini. Zucchini wollen wir auch noch. Oder wie manche Leute sagen, Zucchini. Zucchini. Zwei Stück, kauf viele, zwei. Wir brauchen eine. Groß. Vorsicht, ein Großmensch. Könntest dich dran verletzen. So und. Natürlich passt er da nicht. Aber hier passt er noch. So, alles da. Tomaten. Tomaten. Wohin bitte Tomaten? Buschtomaten. Die Buschtomaten. Wir nehmen erstmal Buschtomaten. Buschtomate. Zack. Kauf viele. Ja, wow. Die werden ja sogar eingepflanzt. Ja, ist ja fantastisch. Vier Stück. Gut. Eins, zwei, drei. Dieses Gebüschel, ja, Mann. Gut, dann halt direkt neben dem Kompost. Der ist ein bisschen außer Art geschlagen. So. Was ist denn? So. Also irgendwie gerade kriegen wir hier, glaube ich, nichts mehr hin, oder? Na, Hauslipper, gerade das wird nichts mehr, oder? Weiß ich nicht. So. Ach komm, wir setzen sie alle schon mal ein. Warum habe ich da jetzt noch eine Buschtomate? Achso, das ist die. Mensch. Ach, Marki. Ja, ich bin manchmal ein bisschen weit weg. Sorry. So, Erde zukippen. Auch verschütten. Sind noch ein bisschen blass, aber die werden gleich Farbe kriegen, wenn wir sie mit unserer Hochleistungs-Sprühpistole hier anmalen. Das ist kein Airbrush, das ist Waterbrush. Man hört es ja ein bisschen. So, Buschtomate. Schon wieder Buschtomaten. Noch zwei. Also wenn es jetzt den auch noch gibt, weißt du, dann... es ist ja nicht wahr. Das ist derselbe. Alter, das ist doch derselbe. Der ist doch haargenau... Ne, ist er nicht. Das sind Kirschtomaten. Ja. Entschuldigung, dass ich gemeckert habe. Verzeihung. Kann auch hier noch öfter passieren. Da kriegt man echt einen Mummel. Was ist eine Buschtomaten und Buschtomaten? Nur weil es eine Kirschtomaten sind und die Entwickler nicht wissen, wie sie heißen, machen sie einfach Buschtomaten. Das englische Wort für Busch. Ach, Mann. Das ist ja echt nicht wahr. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Entwickler das gar nicht übersetzen, sondern dass irgendwie die Community scheinbar irgendwie die Entwickler nicht mag. Sonst hätten die das wohl besser übersetzt. So, Karotten. 10-mal Karotten will sie auch noch haben. Wollte. Karotten machen sie sich ganz gut bei Gurken. Vielleicht wir machen einfach mal Karotten rein. Karotte.
auch viele. Hat du Möhren? Hat du Möhren? Das ist nur eine? Von mir aus. Von mir aus. Ich frage gar nicht mehr. Die müssen wir nicht mehr gießen, ne? Die müssen wir gar nicht gießen. Gartenkürbis, noch zwei Stück. Gartenkürbis, da 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 da. Kauf viele. Ach, sie sehen ja echt genauso, fast genauso aus wie in Echo. Auch so wieder so riesig. Vielleicht mal hier so. Natürlich nicht so. So, damit man möglichst gleich über die große Medizinwelle hier fällt. Das wäre auch ganz, ganz nett, glaube ich. Wäre bestimmt ganz lustig. Von dem können wir eigentlich gleich hier mal so rumdrehen. Dann können die nehmen. Können sie nicht, weil wegen dem komischen Krüsselbusch da, dem komischen, den auseinandergefalteten, den Kackpissbusch, den wir dann nicht mal verkaufen dürfen, Mann. So, du bist ein Pissbusch. So, weiter. Nächste Baustelle hier. Pflanze, amerikanische Heidelbeere und Himbeerbusch. Den Rasen lasse ich einfach mal zu demoliert. Ich habe keinen Bock mehr. Amerikanische Heidelbeere. So, komm. Amerikanische Heidelbeere. Ich wollte eigentlich viele kaufen. Sechs Stück. Sechs nehmen wir natürlich. Hier geht es natürlich nicht, weil hier mal wieder so eine komische Tanne wächst. So eine Krüppelwichte. Von mir aus, dann ist es so 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, dann haben wir noch Himbeerbusch. Himbeerenbusch. Himbeerenbusch, tatsächlich. Kaufe viele, davon will sie auch noch 6 haben. Alles klar, soll sie kriegen. Kann sie alles haben. Was die Gutste will, das soll sie kriegen. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht aus mir raus. Sorry, aber wir legen doch noch gleich ein bisschen Rollrasen. Weil, weiß nicht, nur weil es wohl der letzte Auftrag ist, möchte ich auch nicht unbedingt schlampen, weißt du, das ist nicht meine Art. Sorry, aber das geht so nicht. Ich mache trotzdem hier noch den Rollrasen, dass das alles hier schön ist. Ja, sorry. Für all die, die ich jetzt nerve, aber das gehört sich einfach so für mich. Ne? Damit will ich jetzt keinen ärgern, aber man können die Entwickler jetzt auch nicht, also die können schon was dazu, die haben es ja verbockt, aber ne, die können nur bedingt was dazu. Die versuchen ja wirklich ihr Möglichstes. Und es ist ein wesentlich kleineres Team. Und von daher, ne. Dafür, man muss ja sagen, es ist alles sehr schön, wenn es auch teilweise echt schäbig übersetzt ist. Und wenn die Dekore auch nicht zueinander passen. Im Allgemeinen, es ist ja trotzdem ganz nett. Es ist trotzdem schön. Fertigkeitspunkt. Wofür? Wofür haben wir jetzt noch einen Fertigkeitspunkt gekriegt? Fürs Bäume fällen? Weiß ich nicht. Fürs Rollrasen verlegen? Aber was ist denn das für ein Fertigkeitspunkt? Ich guck mal. Aufräumen. 50% schnell. 50% schnell. Wow, ja, super. Und was haben wir hier noch? Anforderungen, Aufträge minus 10%. Ja, wow. Das haben wir voll ausgeskillt. Das schon fast. Also, ich merke nicht, dass das irgendwie schneller geht. Ja, da haben wir irgendwie gar nichts, weil machen wir nichts. Und hier, kleiner Verbrauch von Farbe, haben wir auch schon fast ausgespielt. Hier noch irgendwie gar nicht. Hier haben wir voll und hier haben wir auch voll. Naja, wir waren ja durchaus fleißig. Das kann man ja durchaus schon ganz gut erkennen. An unserem Skillbaum, wo wir ja regelmäßig dran pinkeln. Das scheint hier so zu sein, ne? Alles klar, na gut, dann ist es so. Rollrasen bitte. Stopp.
Rollrasen. Kaufen wir mal. Ach Mensch, das geht wieder so nicht. Dann machen wir es so rum. Lirum, larum, lorum. So rum. Das reicht natürlich wieder nicht. Aber auch das ist nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass der Rollrasen auf einmal zu Ende wäre. Nein, wir können immer mehr kaufen. Immer mehr. Wir haben ja ein paar... 222.000 Euro. Uiuiui, da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Glaube ich schon seit einigen Folgen nicht mehr. Wahrscheinlich sogar schon seit einigen Aufnahmen nicht mehr. Das könnte ein schönes Häuschen werden, was man sich da leisten kann. Wie machen wir das hier am besten? Ich würde sagen, nochmal mit diesem Rollrasen vielleicht. Dann vielleicht nochmal hier so irgendwie, falls wir hier... Da... Wir werden Hindernisse. Jetzt geht's. So, schneid ab. Ja, ist alles nicht so gut gerade. Aber gut, was willst du machen? So ist das nun mal. So, abschneiden. Ja, komm. Das ist halt so. Das ist halt so. Großer Rollrasen. Nochmal Rollrasen. Vielleicht einen kleinen Rollrasen. Rollrasen, Rollrasen. Kleiner Rollrasen. Kauf viele. Davon brauchen wir wahrscheinlich auch viele. Eins. Zwei. Und drei. Und vier. Vielleicht so hier noch. Vielleicht so ein bisschen. Und vielleicht hier noch so ein bisschen. Damit das auch alles ein bisschen gleichmäßig aussieht. So. Damit es nicht so wahnsinnig kantig aussieht, ne? Das, so. Und so. Gut. Das kann so bleiben. Das ist ja schließlich ein Beet. Und hier, das kann auch so bleiben, glaube ich. Das ist halt so. Das ist in der Textur leider. Das kann ich nicht ändern. Das ist auch Textur. Gut. Schneide den Baum. Ach, du ahnst nicht. Na gut, dann müssen wir Baum schneiden. Ah, wieder. Jonagold. Alles klar, das ist interessant. Ich möchte mal sehen, ob das hier irgendwas macht, wenn es auf wirkliche Dinge knallt. Baum. Ach, hier ist noch einer. Gut. Okay. Nun mach. Nun kipp um. Nun kipp. Nun. Das ist ein sehr, sehr episches Baumfellgeräusch. Geräusch? Gut, Pflanze, Jonagold und mittlerer Pflaumenbaum. Jonagold, was ist das? Jonagold? Jonagold? Vielleicht kenne ich das sogar. Kommt mir jetzt nicht so sonderlich bekannt vor. Aber ein Bäumchen Jonagold, das kann man schon mal verkraften. Das ist ja durchaus ganz nett. Und ein mittlerer Pflaumenbaum für ihre Pflaume. Mittlerer Pflaumenbaum. Da kannst du hier... Ne, neue abpflücken, wenn sie unbedingt noch mal eine braucht. Vielleicht nicht unbedingt hier so hin, vielleicht hier so. Mehr so hier. Wenn sie so wahnsinnig lange dauern würde, bis man den mal aufgehoben hat und wenn er nicht automatisch den absetzen würde, man. So. Pflanze. Na komm, machen wir. Keiner mit. Mit Erde zuschütten und ich weiß nicht, ob das ja klar den Baum, die Bäume haben wir aufbegraben. Da ist so ein bisschen Farbe dran. Guck mal, sieht man sogar die Früchte. Pflaumen und hier Jona oder Jonas. Was ist denn das? Habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwo erkenne ich die Früchte. So, mal gucken. Der Garten, alles klar. Und was sollen wir hier noch Schönes machen? Gegenstand entfernen. 6-mal Kugelstrauch. Sehr gut.
Das wird wohl das nicht sein. Das hier. Das nicht. Das nicht. Das. 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 Der nicht. Der hier noch. Gut. Jetzt will sie wieder ihre amerikanischen Heidelbeeren, die wir da gepflanzt haben. Ach, sowas. Na gut. Dann machen wir das mal für sie. Aber wohin? Vier Stück will sie davon haben. 1, 2, 3. 1, 2. Könnte man eigentlich hier so hinpflanzen, ne? Amerikanische Heidelbeere. Da ist das auch ein bisschen ordentlich. Amerikanische Heidelbeere, kauf viele. Ja, vielleicht hier so ein und hier mal ein. Warum dreht er denn immer nochmal? So, und dann vier vielleicht noch. Und hier noch. So ist es, glaube ich, ganz schön. Zweimal Johannisbeere und zweimal Zierquitten. Kommen die Johannisbeeren jetzt hier hin? Johannisbeere. Johannisbeere zweimal. Kauf viele. Nein, ich will keine schwarzen. Ich will tatsächlich die roten, die aussehen wie Vogelbeeren. Genau die. Da einmal hin und hier einmal. Warum drehst du denn den immer, Mann? Lass doch mal das Gedrehe. So. Und Zierquitten natürlich. Zwei Stück Zierquitten. Zierquitten. Zirk. Kauf viele, zwei Stück. Ach, das sind ja, ist ja echt putzig. Einmal und hier auch noch einen. Ich weiß, man muss nicht unbedingt alle davon nutzen, aber wir machen es einfach trotzdem. Aber was können. Sehr schön. Noch anmalen mit unserem Waterbrush-Kanone hier. Gut, kriegt auch noch ein bisschen Wasser ab. Da ein bisschen mehr Farbe, hier ein bisschen mehr Farbe und dann ist das auch okay. Sind schon wieder alle Aufgaben beendet. Alles klar. Gut, dann. Wo ist denn der Ausgang? Alter, das ist einfach so wahnsinnig viel. Alter, das ist viel. Das ist schon mal ganz nett. Und dann ist das hier auch ganz okay eigentlich, ne? Kann man eigentlich so anbieten, oder? Ja. Ich glaube, es sieht ordentlich aus. Glaube ich schon. Glaube ja. So, hier ist ja die komischen, die am Johannisbeeren schon wieder, ne? Hier und da und tralala. Glaube ja, glaube ja. Ach so, hier war noch unsere Wirkungsstätte. Habe ich schon wieder vergessen. So, einmal ein Bild machen, bitte. So. Weil sonst vergesse ich das immer und dann werden die Bilder nicht so schön, weil man kann hier nicht mehr rein und da muss ich mir irgendwas dann aussuchen, was dann irgendwie nach irgendwas aussieht. Meistens nach nichts. So, dann Auftrag beenden. Ja, 17.500. Ja, klar, na, Sigi. Eine Knarre, ein Exemplar, zu wenig. Ja, natürlich.